Ja, eigentlich das Kirchlein oben. Ich wohne gleich da in der Nähe. Also da, wo ich wohne, ist mein Traum. Ja, vielleicht der St. Johanna Kirchlein heißt das, ja. Mhm. Nightwish, Tanja Turin, oder heißt die Sängerin? Ja, Nightwish mit der Tanja. Indem ich nicht den Mund halte, wenn jemand über einen anderen drüber fährt, ob das ein Mensch ist oder ein Tier oder eine Natur insgesamt, dass ich also Haltung habe, die Haltung zeige, mich nicht verstecke, die Haltung, den Boden und das Leben im Boden zu schützen und zu fördern, damit was Gesundes rauskommt. Weil ich das Gefühl habe, unter meinesgleichen zu sein und dass schon was auf den Weg gebracht worden ist, dass man nicht alleine ganz was Neues anfangen muss oder was anderes, egal, was Altes. Man ist nicht alleine, sondern man kann mit anderen zusammen in absehbarer Zeit was erreichen. Das ist überall mit Herz. Es ist, du triffst nicht auf eine Partei Menschen oder ein Parteimitglied, du triffst einen Menschen. Boah, ich finde das so eine gute Chance, wenn wir es schaffen, von den ganzen Problemen loszukommen, was jetzt Arbeit und unnütze Arbeit und überflüssige Arbeit und Arbeitsplätze angeht, die überhaupt nicht notwendig sind, dass man vielleicht zu einem bedingungslosen Grundeinkommen kommt. Ich fand in Wien das so klasse, dass die so verrückt waren und mitten auf dem Verkehrsberuhigungs- oder Rasenstreifen zwischen Fahrbahnen einen Swimmingpool gemacht haben. So. Und das ist genau bei mir gewesen wie bei jedem anderen. Das sind ja verrückt. Daran habe ich gemerkt, ich bin schon genauso versaut, dass man den Vorrang den Autos gibt und dem Verkehr und dass man immer noch schneller durch die Stadt durch kann mit den drei Spuren und aufs Wohnen und aufs Leben wird vergessen. Und ich bin schon, obwohl ich ja wirklich für die Menschen bin, das war schon so bei mir automatisch, dass es klar ist, dass da Autos sind und dass da kein Swimmingpool was zu suchen hat. Aber um auf den Punkt zu kommen, genau mehr Leben, mehr schauen auf die Menschen, die in der Stadt leben, auf die Kinder ja, und verrückte Sachen machen. Ich finde, es ist so wichtig, verrückte Sachen zu machen, um wachrüttelt zu werden. Das sehe ich auch an mir, ein gutes Beispiel. So Leute wie die Erde, Bewegung wie die Erde, weil wenn ich die Zeitung sehe, was da alles schon drinsteht, was alles schon für viele kleine Projekte da in Angriff genommen worden sind und umgesetzt worden sind, wie viele Fotos ihr habt und wie viele Themen, das macht mir Hoffnung, war die Frage, ne? Das macht mir Hoffnung, genau. Ich habe dazu irgendjemand gesagt, wo das online vorgestellt worden ist, Zuversicht. Genau, Zuversicht, Hoffnung. Zuversicht ist ja noch mehr als Hoffnung. Ja.